Das ist nämlich ein Unterschied für Dings. So, es sind, glaube ich, alle in der Party. Wir spielen Türchen 14 im Stream mit Pinky Toast, Aragorn und Queen Mojo. Die da ist Fantasy Residence. Fantasy Residence klingt schon mal sehr weihnachtlich. Ich fühle mich sehr, sehr geweihnachtlicht. 10 Minuten, nee, 9 Minuten 39. Just Tim Builds sagt mir gar nichts. Und es war ein Fehlersprung. Aber hey. Schwierigkeit Mittel. Irgendwie war jede Map dieses Jahr auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel eingeordnet. Aber hey. Wäre bin ich, dass ich irgendwas hier beurteile. Ja, ja. Gefühlt war jede Map. Ich glaube, jede Map, wo ich den Schwierigkeitsgrad gelesen habe, war es auch auf Mittel. So, wie immer versuchen wir erst. Oh, wow, Deckensprung. Wie immer versuchen wir zuerst Silber zu kriegen und dann den Weihnachtsmann. Oh, das ist zumindest der Plan. Orientierung? Da. Kululas hat wahrscheinlich schon gespielt und wahrscheinlich schon auf dir. Und Like by Cookie hat irgendwelche Klausuren. Deswegen spielen die nicht mit. Schade Schokolade. Wobei, Lukulas weiß man nicht. Lukulas kann auch geplatzt sein. Passiert auch regelmäßig. Der platzt ab und zu. Oh. Das war nix. Oh. Ah. Das war ärgerlich. Da schaffe ich es an die Liane und falle dann noch runter. Das ist ärgerlich. So. Wir müssen Enderpearl werfen. Ich weiß nicht genau wohin. Nach oben steht da. Ich werfe mal da rein. Also ich gehe davon aus, dass das richtig war. Ja, war es. Man kann wahrscheinlich direkt dahin werfen, wenn man weiß, wo man hin möchte. Das erspart, glaube ich, locker 10 Sekunden. Oh, da unten ist ein Slime, wo wir rauf wollen. Aber das muss man wissen, wo man hinwerfen möchte. Ne? Wahrscheinlich gibt es von dem Enderperlwurf auch den Weihnachtsmann aus. Ich bin nicht gut mit Lianen heute, wie es aussieht. Kein Datsam. So. Checkpoint wäre nett. Dankeschön. Es kann auch sein, dass da der Weihnachtsmann irgendwo ist, weil da war keine Höhenrücksetzung mehr. Also kann man wahrscheinlich von da aus durch die ganze Map laufen und sich auch den Weihnachtsmann zur Not holen. Wie immer versuche ich, so schnell wie möglich durchzukommen. Das tut mir dann leid, falls jemand nicht hinterherkommt. Aber es macht keinen Sinn, jetzt zu warten, weil dann muss ich die Map eh nochmal spielen und dann laufe ich einfach ins Wasserloch, was ich nicht gesehen habe. Da muss ich Map eh nochmal spielen und dann nochmal durchwaschen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, entweder wasche ich direkt oder wasche direkt. Ich sollte nur nicht in Wasserlöcher reinlaufen, weil das dauert dann einfach nur doppelt so lange. Vor allem nicht kurz eine Sekunde vorm Checkpoint. Das ist dann ärgerlich. Dass man auf Treppen so doof abspringen kann, ne? Hepper, Checkpoint, weiter geht's, Jump Boost. Wir hatten Enderperle, Jump Boost und Slime bis jetzt. Und ich habe, wenn ich mich täusche, in der Lobby gelesen, dass sich jemand gefreut hat, dass es auch Elytra gab. Aber es kann aber auch sein, dass der sich auf eine andere Map bezogen hat. Aber er hat sich gefreut über Elytra. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss von diesem Jump aus. Weil ich verstehe es nicht, weil ich beide Ecken nicht schaffe. Beide Jumps. Oder muss ich weiter hoch? Oh, Kopf gestoßen. Ich verstehe nicht, wo ich hin muss. Schaffe ich den Jump? Den schaffe ich nicht. Ich verstehe den Jump nicht. Hä, wie habt ihr den geschafft? Wo seid ihr hingegangen? Was passiert? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Hier runter vielleicht? Ah, darunter. Okay, auf den unteren und dann darüber. Okay. Okay mit E. Das war ein doofer Part. Sehr viel Maximalabstand. Oder kommt mir nur so vor. Bin mir nicht ganz sicher. Ich falle so oft runter, weil ich einfach nicht ordentlich sneake, ne? Ich muss mir angewöhnen, wieder mehr in Jump'n'Runs zu sneaken. Aber bei Jump World, die meisten Jump'n'Runs, die nicht diese Ekel-Jump'n'Runs sind, sind so einfach gebaut, dass man einfach nicht sneaken muss. Ich habe mir so ein bisschen sneaken abgewöhnt in Jump'n'Runs. Weil es so einfach ist inzwischen. Hallo Dip King.
Moin. Ist leider eine Sekunde zu spät. Für das Stimulatürchen, so leid mir das tut. Wir müssen oben auf dem Baum bleiben. Okay. Auf Flip. Okay, das ist nicht gut. Wir haben es trotzdem wieder nach oben geschafft. Man musste Gott sei Dank sich nicht resetten. Checkpoint wäre echt nice. Einfach. Okay. Ich wiederhole nochmal, falls jemand von meinen Mitspielern was im In-Game-Chat geschrieben hat, dann lese ich das meistens nicht, weil ich das nicht mitkriege. Weil es gibt Leute, die trotzdem weiterhin im Ingame-Chat schreiben und sich dann aufregen, dass ich es nicht lese. Ich lese selten den Ingame-Chat. Einfach weil da meistens eh nichts Wichtiges drin steht. Ich lese nur meinen Twitch-Chat. Nice. Hast du mal überlegt, da Minecraft neu zu installieren, wenn du ständig einen Blackscreen hast? Ah, hier ist der Weihnachtsmann. Okay, mein Bauchgefühl hat recht. Hier ist der Weihnachtsmann bei dieser Tür. Genau vor Checkpoint 20. Genau vor Checkpoint 20 bei diesem orangen Stammfeld ist rechts so eine Holztür und da ist der Weihnachtsmann drin. Nur als Information an meine Mitspieler. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nicht für den Weihnachtsmann nochmal spielen. Ich bin eh nur Megan, passt schon. Ja, siehst du. Vielleicht solltest du nicht so viele komischen Mods mit starten mit deinem Minecraft, dann hättest du auch nicht das Problem, zum Beispiel eine Minimap oder sowas, hättest du auch nicht das Problem, dass es nicht startet. Weil vielleicht sind die zu vielen Dateien ja der Grund, warum du dein Minecraft nicht gestartet kriegst. Sind wir gerade wieder da, wo wir gestartet sind auf dieser Map? Ich glaube ja. Kann sein, dass wir die ganze Zeit nur im Kreis hüpfen, mal wieder. Dass es in echt eine ganz schön kleine Map ist, aber wir unnötigerweise 10 Minuten im Kreis geführt werden und uns gleich aufregen, dass wir das Ziel um eine halbe Minute verpassen. Wahrscheinlich. Und ich bin sogar noch aktuell der Vorderste aus dem Stream, also ich weiß nicht, wie weit ich in der Zeit liege noch. Okay, wir haben eine Elytra, habe ich mir gedacht. Lag? Oh, okay. Jetzt durch einen Lag noch zu sterben, ist halt echt ärgerlich. Oder wäre echt ärgerlich, aber wir haben es geschafft. Das war ein weirder Lag. Vor allem am Bruch, was auch immer. Wir leben aber noch und wir sind... Ich weiß nicht, ob wir gut in der Zeit sind oder nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Pinkitos hat Jump'n'Runs verloren. Meint er. Da vorne müssen wir hin. Uff. Hier kann man einfach vorbeilaufen. Da muss man das ganze Jump'n'Run nicht machen. Gut getestet, top notch. Gibt auf jeden Fall einen Daumen hoch auf Instagram. Man kann einfach das ganze Jump'n'Run skippen. Wahrscheinlich kann man das hier auch alles skippen. Wir haben noch eine Minute knapp. Wahrscheinlich, hoffentlich ist das Ziel hier oben drauf. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, nice. Okay, wir sind durch. Nice, nice. Wir haben Silber, wir haben den Weihnachtsmann. Verlernt mit H? Okay. Wir sind durch. Ich bin beeindruckt, dass wir Silberzeit haben. Die anderen werden keine Silberzeit mehr kriegen, wenn ich mir die Checkpoints so angucke, so leid mir es tut. Bewerten wir mal. Es ist wieder mal nicht winterlich-weihnachtlich. Wer hätte das gedacht? Ist leider nicht winterlich-weihnachtlich. Gibt ein... Ich hätte, glaube ich, ein Gut gegeben. Ist ein cooles Haus, aber sonst nichts Besonderes. Wahrscheinlich auch innen nichts gebaut, sondern einfach wirklich nur Außenfassade. Gebe ich nur ein Okay, einfach weil es nicht winterlich-weihnachtlich ist. Die Jumps waren ganz gut. Kreativität kriegt von mir... Ich glaube, ein sehr gut. Es gab Jump Boost... Slime,
Wir geben gut. Jumbus, Slime und Elytra und eine Enderperle. Einwurf. Wir geben gut. Das Elytra-Ding ging sogar. Das war nicht so ekelhaft und nicht so super eng oder sowas. Ich bin sehr gut durchgekommen. Das erste, sogar beim First Try. Ja. Es war okay. Aber es war knapp bemessen mit. Ich habe nur in Anführungszeichen 18 Fails und trotzdem habe ich knapp eine halbe Minute darunter erst gefinisht. Außerdem konnte man einfach hier auf dieses Dach darüber springen und dann konnte man hier dieses ganze Jump'n'Run konnte man skippen, diesen ganzen Holzpart und einfach hier zum Checkpoint laufen. Ich frage mich, wie oft das noch in diesem Checkpoint Jump'n'Run vorkommt, dass man Sachen komplett skippen kann. Aber hier konnte man es auf jeden Fall komplett skippen. Mit einem Zaunsprung dazwischen sogar. Deswegen, ja. Wir lassen es bei dieser Bewertung. Ich glaube, das ist ganz fair. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bei Türchen 15. Ui. Ja.